Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Allen, die diesen pfingstlichen Gottesdienst mitfeiern, hier im Dom, ebenso wie am Bildschirm oder am Radiogerät, sage ich ein herzliches Willkommen. Der Pfingstmontag ist ein Schwellentag. Er liegt auf der Schwelle zwischen der Osterzeit, die mit dem gestrigen Pfingsttag eigentlich zu Ende gegangen ist, und der grünen Zeit im Jahreskreis, die wieder stärker den Alltag markiert. Der heutige Tag trägt noch einmal das festliche Rot des Pfingsttages, so als ob er uns noch einen Augenblick verweilen lassen möchte. Noch einmal durchatmen, zurückschauen auf festliche Tage, bevor der Alltag wieder beginnt. Gott hat uns durch Tiefen und Höhen geführt. Er wird uns auch morgen nicht allein lassen. So preisen wir seine Liebe und rufen sein Erbarmen an. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Gloria in excelsis Deo. Yes.
Lasset uns beten. Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, im neuen Bund berufst du aus allen Völkern dein Volk und führst es zusammen im Heiligen Geist. Gib, dass deine Kirche ihrer Sendung treu bleibt, dass sie ein Sauerteig ist für die Menschheit, die du in Christus erneuern und zu deiner Familie umgestalten willst. Darum bitten wir durch ihn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus der Apostelgeschichte. Paulus kam nach Ephesus hinab. Er traf einige Jünger und fragte sie: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie antworteten ihm: Wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Da fragte er: Mit welcher Taufe seid ihr denn getauft worden? Sie antworteten: Mit der Taufe des Johannes. Paulus sagte: Johannes hat mit der Taufe der Umkehr getauft und das Volk gelehrt, sie sollten an den glauben, der nach ihm komme, an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen Jesu des Herrn taufen. Paulus legte ihnen die Hände auf und der Heilige Geist kam auf sie herab. Wort des lebendigen Gottes.
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. Brüder und Schwestern, alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, sodass ihr euch immer noch fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen macht. Den Geist, in dem wir rufen, Abba, Vater. So bezeugt der Geist selber unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kinder, dann auch Erben. Wir sind Erben Gottes und sind Miterben Christi, wenn wir mit ihm leiden, um mit ihm auch verherrlicht zu werden. Wort des lebendigen Gottes. Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er an den Namen des einzigen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat. Denn mit dem Gericht verhält es sich so: Das Licht kam in die Welt, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
liebe Gemeinde hier im Dom, liebe Schwestern und Brüder, die uns über Radio und Fernsehen verbunden sind. Der Pfingstmontag ist ein Schwellentag. Mit diesem Satz habe ich eben meine Begrüßung begonnen. Denn eigentlich ist mit dem gestrigen Pfingstsonntag schon alles gesagt. Und der Alltag müsste beginnen. Der Osterfestkreis ist mit der Sendung des Heiligen Geistes vollendet. Jetzt müsste die kirchliche Normalität wieder losgehen. Das Bestehen des Alltags aus der Kraft eben dieses Heiligen Geistes. Wenn wir heute Morgen hier im Dom den Pfingstmontag mit großartiger Musik und festlicher Liturgie feiern, dann ist das so, als ob wir uns noch nicht ganz vom Osterglanz trennen möchten. So, als ob wir noch einen langen Augenblick auf der Schwelle verharren, bevor wir hinaustreten. Ich finde das sehr menschlich. Wir brauchen noch eine Atempause, um das Fest in uns nachklingen zu lassen und um uns auf das jetzt beginnende Neue vorzubereiten. Die Texte dieses Pfingstmontags sind allerdings keineswegs nur ein Nachglühen. Besonders deutlich wird das für mich in den Orationen dieses Tages, also dem Tagesgebet, dem Gabengebet und dem Schlussgebet. Sie machen programmatische Aussagen über die Kirche und ihren Auftrag. Deshalb nehme ich in dieser Predigt den Weg einmal nicht über die biblischen Lesungen, sondern über die Orationen der Liturgie. Beginnen wir mit dem Gabengebet. Gott, unser Vater, nimm unsere Gaben an, in denen das Opfer deines Sohnes gegenwärtig wird. Das klingt vertraut und gehört einfach an diese Stelle der Heiligen Messe. Jetzt kommt die neue Aussage. Aus seiner Seitenwunde ist die Kirche hervorgegangen als Werk des Heiligen Geistes. Lass sie ihren Ursprung nie vergessen, sondern daraus in dieser Feier Heil und Leben schöpfen. Die Oration greift ein Bild aus der Theologie der Kirchenväter auf. Aus der mit der Lanze geöffneten Seitenwunde Jesu fließen Blut und Wasser. Die Väter haben darin ein Bild für das Blut der Eucharistie und das Wasser der Taufe gesehen. Jesus ist das Ursakrament. Aus ihm entspringen die Sakramente der Kirche. Da die Sakramente Kirche konstituieren, folgert unser Gebetstext: Aus seiner Seitenwunde ist die Kirche hervorgegangen. Diese Kirche ist ganz Werk des Heiligen Geistes. Der Text bindet die Kirche an ihren Stifter Jesus Christus zurück, der fortwährend für sie Heil und Leben bedeutet. Jede Messfeier, in der ja das Kreuzesopfer Jesu Christi gegenwärtig gesetzt wird, ist für uns eine Gelegenheit, von den Quellen des Heils und des Lebens zu schöpfen. Das Tagesgebet entfaltet nun das Selbstverständnis dieser Kirche. Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, im neuen Bund berufst du aus allen Völkern dein Volk und führst es zusammen im Heiligen Geist. Die Kirche ist das Volk,
das alle Grenzen der Nationen und der Stämme überschreitet. Zum Gottesvolk des neuen Bundes gehören Menschen von überall her. Das, was sie zusammenführt und zusammenbindet, ist der Heilige Geist. Die Oration fährt fort: Gib, dass deine Kirche ihrer Sendung treu bleibt, dass sie ein Sauerteig ist für die Menschheit, die du in Christus erneuern und zu deiner Kirche umgestalten willst. Der Sauerteig ist nur eine kleine Teilmenge des Brotteigs, aber er ist das Ferment, das die Kraft hat, alles zu durchsäuern und zu durchdringen. Ohne Sauerteig ist das ganze Brot ziemlich unverdaulich. Ein wenig Sauerteig genügt, um alles aufgehen zu lassen und schmackhaft zu machen. Die Kirche als Sauerteig für die Menschheit. Gottes Absicht mit dieser Menschheit wird deutlich. Er will sie in Christus erneuern und zu seiner Familie umgestalten. Das ist etwas Ungeheuerliches. Aus einer Wolfsgesellschaft, in der einer der Feind des anderen ist, soll eine Menschheitsfamilie werden, die zugleich Gottes Familie ist. Bei dieser Umwandlung der Menschheit, die zu einer völligen Erneuerung führen soll, hat die Kirche einen entscheidenden Part. Sie ist das Ferment der Erneuerung. Es muss nicht alles Kirche sein, aber es muss überall Kirche geben, damit diese Veränderung Raum greifen kann. Überlegen Sie, liebe Schwestern und Brüder, was das bedeutet, wenn die Kirche in Deutschland Sauerteig für unsere bundesrepublikanische Gesellschaft sein soll. Wenn die Kirche in Köln Sauerteig für unsere Stadt sein soll. Das kirchliche Engagement für die Flüchtlinge oder die kirchliche Hospizarbeit geben vielleicht einen Vorgeschmack von dem, was hier gemeint und angezielt ist. Jedenfalls darf Kirche kein abgekapselter Fremdkörper sein, der dann Gefahr läuft, vom Organismus abgestoßen zu werden. Zum Schlussgebet greift die Situation nach der Heiligen Kommunion auf. Herr, du hast uns gestärkt durch das Sakrament deines Sohnes. Dann schließt sich eine Bitte an, die die vorrangige Zielgruppe der Kirche benennt. Mache das Werk deiner Kirche fruchtbar und enthülle durch sie den Armen das Geheimnis unserer Erlösung. Denn die Armen hast du vor allen dazu berufen, Anteil zu haben an deinem Reich. Damit das nicht falsch ankommt: Christus ist für alle gestorben, nicht nur für die Armen. Und die Kirche ist für alle da, nicht nur für die Armen. Aber wir können nicht daran vorbeisehen, dass Jesus sich in seinem Leben bevorzugt den Armen zugewandt hat. Das hat sicher etwas mit ausgleichender Gerechtigkeit zu tun. Aber auch damit, dass Armut offensichtlich eher für das Reich Gottes öffnet als Reichtum. Der, der unten steht, der nichts hat und der nichts kann, ist offener für eine Veränderung, eines Erlösers bedürftiger. Wer sich immer nur auf sich selbst verlässt,
wird sich auch nicht auf Gott verlassen wollen. Eine Kirche, die sich in der Nachfolge Christi sieht, wird seine Hinwendung zu den Armen mitvollziehen. Evangelische und katholische Kirche in Deutschland haben begonnen, das zu begreifen, wenn sie in ihrem gemeinsamen Sozialwort von einer vorrangigen Option für die Armen, Schwachen und Benachteiligten sprechen. Papst Franziskus macht uns jeden Tag vor, wie das praktisch geht, von Lampedusa bis Lesbos. Pfingsten feiert die Herabkunft des Heiligen Geistes. Der Geist erfüllt die Kirche mit seiner Kraft und Liebe. Der Pfingstmontag will uns bereit machen für den Alltag. Im Heiligen Geist erneuert sich die Kirche aus ihrem Ursprung im Kreuzesopfer Christi. In der Kraft des Heiligen Geistes will sie Ferment der Erneuerung und der Umgestaltung der Welt sein. Unter der Führung des Heiligen Geistes entdeckt die Kirche die Armen als bevorzugte Gäste am Tisch des Gottesreiches. Liebe Schwestern und Brüder, Sie merken, ein ganzes Programm wird so deutlich in den Orationen dieses Schwellentages. Spätestens am Pfingstdienstag, also morgen, beginnt die Umsetzung und damit der Härtetest des Programms. Amen. Credo in unum Deum. Oh,
In der Taufe haben wir den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. In diesem Geist lasst uns zum Vater rufen. Wir bitten für alle, die in der Verkündigung des Glaubens tätig sind, hilf ihnen, deine Botschaft in die Sprache von heute zu übersetzen. Gott, unser Vater, wir bitten dich für die jungen Menschen, die in diesem Jahr das Sakrament der Firmung empfangen, dass der Heilige Geist sie führe auf ihrem Lebensweg. Gott, unser Vater, wir bitten dich für die Regierenden, hilf ihnen, an der Verständigung der Völker weiterzubauen. Gott, unser Vater, wir bitten dich für all die Mitmenschen, die in einem neuen Umfeld Fuß fassen müssen. Hilf ihnen, die Sprache und Kultur ihrer neuen Umgebung zu verstehen. Gott, unser Vater, wir bitten dich für unsere Verstorbenen. Schenke ihnen Auferstehung und teile am ewigen Leben. Gott, unser Vater, Vater, hast deinen Sohn in die Welt gesandt, damit sie durch ihn gerettet wird. Dir danken wir durch Jesus Christus, unseren Erlöser und Heiland, im Heiligen Geist. Amen. Sie.
Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Herr, nehme das Opfer an aus deinen Händen, zum Lob und Ruhm seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Gott, unser Vater, nimm unsere Gaben an, in denen das Opfer deines Sohnes gegenwärtig wird. Aus seiner Seitenwunde ist die Kirche hervorgegangen als Werk des Heiligen Geistes. Lass sie ihren Ursprung nie vergessen, sondern daraus in dieser Feier Heil und Leben schöpfen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und dein Erbarmen zu rühmen. Die Sünde hatte die Menschen von dir getrennt, du aber hast sie zu dir zurückgeführt durch das Blut deines Sohnes und die Kraft deines Geistes. Wie du eins bist mit dem Sohn und dem Heiligen Geist, so ist deine Kirche geeint nach dem Bild des dreieinigen Gottes. Sie ist ein heiliges Volk, der Leib Christi und der Tempel des Heiligen Geistes, zum Lob deiner Weisheit und Liebe. Darum preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit.
Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Nein. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Erzbischof Rainer und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde
und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deiner Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Unser Herr Jesus Christus hat den Heiligen Geist gesandt, damit er die Kirche aus allen Völkern in Einheit und Liebe zusammenfüge. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch und mit deinem Geiste. So gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind.
Lasset uns beten. Herr, du hast uns gestärkt durch das Sakrament deines Sohnes. Mache das Werk deiner Kirche fruchtbar und enthülle durch sie den Armen das Geheimnis unserer Erlösung. Denn die Armen hast du vor allen dazu berufen, Anteil zu haben an deinem Reich, durch Christus, unseren Herrn. Allen, die diesen Gottesdienst mitgestaltet haben, Professor Metternich, den Sängerinnen und Sängern, den Instrumentalisten, meinen herzlichen Dank. Sie haben uns Freude gemacht. Ich wünsche Ihnen noch einen zweiten Pfingsttag, einen guten zweiten Pfingsttag und eine gesegnete neue Woche. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Der Name des Herrn sei gepriesen. Von nun an bis in Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Und so segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden.